Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörer, der Florian hier mit dem Andreas zusammen, ne? Der Podcast hier, Nummer 25. Ich habe das mal vorgenommen, weil Andreas weiß ja die Zahlen nie meistens. Andreas, geht's dir gut? Ja, mir geht's super gut. Vor allen Dingen, du hast dich ja schon, bist ja schon so schön kurz ein bisschen reingestolpert, weil du sagen wolltest, einen herzlichen guten Morgen. Wir können das aber ruhig sagen, es ist morgen, ne? Es ist nämlich bei unserer Aufnahme jetzt 10 Uhr. Und ja, alles prima. Also ich muss sagen, heute ist ein ausgesprochener schöner Tag hier bei uns im Ruhrgebiet. Ich hoffe in Castrop auch. Und bei unserem Gast, den wir gleich vorstellen, hoffe ich auch, dass es schönes Wetter ist. Aber ich sehe schon bei ihm im Hintergrund, das sieht gut aus. Ne? Aber Florian, dir ist die Ehre zuweilen zuteil gekommen, unseren Gast vorzustellen. Ja, wie du schön sagst, hier in Castrop Rauxel ist das Wetter. Ja, die Sonne lacht. Ich hoffe, sie lacht auch in Winterberg, weil da kommt, glaube ich, unser Gast her. Stell dich doch mal vor, Gar. Hallo ihr beiden, hallo Florian, hallo Andreas. Ich bin Gar Krämer oder ich heiße Gar Krämer und wohne in Winterberg. Das ist schön, ja, schön einfach. Schön, ne? Ja, Gar Krämer. Der Herr Krämer ist hier mit am Start. Herr Krämer, warum, wer sind Sie, was machen Sie überhaupt? Also woher kennt man Sie überhaupt? Haha. Ich würde mal erraten, dass viele mich oder das Gesicht irgendwie kennen aus dem Bikepark Winterberg, weil ich da schon seit einigen Jahren arbeite. Ich könnte sagen, schon ein Jahrzehnt. Ach. Also, ja, 11 Jahre ist es jetzt, also meine 11. Saison. Und ja, davon kennt man mich halt, denke ich. Ja, genau. Von dem, vor allen Dingen von dem Instagram-Account von Bikepark Winterberg, wo der Gar auch manchmal gerne die Finger hebt, irgendwie und auch zu Recht, wenn neue Strecken gebaut werden oder repariert werden, wenn da irgendwelche Herrschaften dann doch meinen, herzufahren zu wollen oder zu müssen. Da muss ja Gar einmal kurz die Finger heben. Aber Gar ist ja auch kein Böser. Gar ist sogar ein ganz Lieber. Der kann sogar gute Frühlingsrollen machen, habe ich dieses Jahr mitgekriegt. Und das war auf den EXS Dirt Masters. Und da habe ich ihn auch angesprochen, ob er überhaupt Bock hat, irgendwie bei so einem bekloppten Podcast mitzumachen. Gar, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir beide haben uns ja schon unterhalten, ich war ja schon vor Ort und da haben uns ja schon mal ein bisschen so rangetastet. So ein Bikepark, ne? Die Leute denken ja irgendwie, das habe ich jetzt auch kurz noch mit Marcel Barth einmal kurz besprochen, die denken ja immer irgendwie halt, ich bezahle hier meine 38 Euro und ich kann hier fahren, wie ich will. So, und alles andere ist mir scheißegal. Aber was steckt denn da wirklich dahinter? Auf was bezogen jetzt speziell? Also muss mich halt ein bisschen rauslocken aus den Fragen. Okay, die Infrastruktur, was steckt alles dahinter? Die Manpower, irgendwie, was müsst ihr machen? Wie sieht das morgens früh aus? Was sind eure First Steps? Was sind am Abend eure First Steps? Was macht ihr? Last Steps. Last Steps. Danke. Wie ist das momentan mit den Leihbikes? Wie bekommt ihr überhaupt die Materialien? Wir wissen momentan, es ist unheimlich schwierig, diese Materialien zu bekommen, also Ersatzteile zu bekommen, etc. pp. Also einfach mal wirklich so, ey, das ist eine Schweinearbeit oder nee, das ist eine total lockere Arbeit da. Viele denken, es ist halt lockere Arbeit und Lifestyle, ne? Also ich arbeite in einem Vergnügungspark, also habe ich auch den ganzen Tag Vergnügen von morgens bis abends. Dem ist es halt nicht so, wenn man in einem Vergnügungspark arbeitet, wie zum Beispiel der Bikepark. Dann muss man halt arbeiten, damit andere ihren Spaß haben. Und das ist unser Job. Das fängt von A an, hört bis bei Z auf. Ne? Und ich fange mal von vorne an. Also es gibt drei Stationen. Einmal die Bike-Station, das heißt auch die Bike-Shop-Crew. Die Strecke und Streckencrew und Lift und Liftcrew. Aber alles gehört zusammen. Das ist jetzt nicht wie zum Beispiel unser Partnerpark oder Partner, sag ich jetzt mal, unser
Mitbewerber Bikepark, MTB Zone Bikepark Willing, der, ich glaube, das ist halt so getrennt geregelt, dass die Strecke zum Beispiel der Didi macht oder vorher die Stadt, Lift ist einzeln und Bikeshop ist einzeln. Das ist halt nicht alles aus einer Hand. Bei uns ist der Vorteil, dass alles zusammengehört. Es fängt so damit an, dass wir halt den Shop offiziell um 9 Uhr öffnen. Wir sind aber meistens schon um spätestens 8:30, wenn nicht schon um 8 Uhr da. Oder auch schon früher, wenn Dinge zu erledigen sind. Das heißt, wir machen den Shop auf, fahren die Rechner hoch, hängen die Protektoren auf, die abends dann gewaschen werden. Die werden wirklich gewaschen mit Rottuchreiniger und so einem Bottich mit Flüssigwaschmittel und Desinfektion. Und dann werden die über Nacht getrocknet, weil in der Beispielzone ist halt so eine Gasheizung da drin. Und wenn man den Shop morgens aufmacht, dann kommt erstmal ein Schwall 40 Grad Sahara-Luft entgegen mit 120% Luftfeuchtigkeit, ja. Und wir hängen die Protektoren auf und checken nochmal die letzten Räder, die wir am Vortag vielleicht nicht geschafft haben, weil wir können halt nicht 20 Stunden am Tag arbeiten, so ungefähr. Weil die Bikes, die zurückkommen, die kommen ja nicht alle heile zurück und die Härtefälle machen wir direkt. Und das was so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Reifenwechsel oder Bremsbeläge tauschen und solche Geschichten, das machen wir dann morgens nochmal eben auf die Schnelle. Das sind meistens bei einer Handvoll Bikes und die gehen dann an dem Tag auch direkt im Verleih. Und das ist, wir räumen dann die ganzen Fahnen raus und die Absperrung, dass man halt nicht vor der Bikestation fahren soll oder darf. Machen den Kompressor an, schließen die Toilette auf und checken die Spinde, ob alles leer ist und so. Das ist halt nicht mal eben aufschließen und gut ist. Das ist alleine schon Shop. Und dann kommt noch Strecke. Die Strecke fängt schon um 7 Uhr an. Die fangen dann an, direkt rauszufahren und checken alle Strecken, bevor in Betriebnahme. Das heißt, es könnte auch über Nacht ein Ast umgefallen sei durch starken Wind oder ein Baum umgefallen oder ein Stein in der Strecke gelegt von irgendwem, der meint, einen Witz rausmachen zu können. Oder sogar könnte auch ein Hirsch in der Strecke liegen, ja, der im Weg liegt. Irgendwelche Gegenstände, die halt zum Gefahr werden beseitigt oder erst kontrolliert und die Strecke dann vor 9 Uhr freigegeben. Dann haben wir eine Crew, die permanent ist, Bremswellen, Löcher und auszubessern. Das heißt, es ist ein Bautrupp und eine Ein-Mann- oder Zwei-Mann-köpfige Crew, die dann halt Bikepark-Dienst macht. Das heißt, Flatterbänder reparieren, Pinne, die abgebrochen sind, von den Flatterbändern reparieren, Gefahrenstellen beseitigen, Bretter austauschen, die gebrochen sind, vielleicht von den North Shores. Besonders auch, wenn Unfälle passieren, den Jungs, also wir fahren ja selber raus und machen Rettung, das kommt auch noch dazu. Und die Streckenjungs, also der Bikepark-Dienst, unterstützt uns dann vom Abtransport des Bikes von dem Patienten plus Einweisung vom RTW bis zur Erstversorgung. Lift-Crew fängt eigentlich auch schon um 8 Uhr an, soweit ich das weiß. Ich bin da nicht so stark involviert. Die machen stichprobenartig auch mal Seilcheck, weil es kann ja auch sein, dass bei Gewitter zum Beispiel besonders in der Nacht ein Blitz eingeschlagen ist in das Seil und der dadurch geschwächt ist. Also müssen sie halt Seilkontrolle machen, dann fangen sie auch schon früher an. Die Sitze müssen, also die Sessel werden immer am Abend in die Station reingefahren, damit die nicht den Witterungen halt ausgesetzt sind. Und die werden dann halt rausgefahren und die werden halt, die Abstände werden halt gesetzt. Das muss auch, aber wie genau das passiert, weiß ich nicht, aber das dauert halt eine Weile. Ne? Also es ist festgelegt, in welchem Abstand, weil das auch passen muss, wenn du dann, der Lift fährt ja maximal im Sommer 4 Meter die Sekunde und dann sind wir, weiß ich, 40 Sesseln draußen oder 38 Sesseln und dann müssen die einen bestimmten Abstand haben, damit das halt passt. Und solche Geschichten. Allgemein auch halt Pflege der Anlage und. Entschuldigung. Alles gut. Das ist das jetzt mal auf die Schnelle, so was vor uns immer liegt, vor jedem Tag. Und das auch am Abend. Das heißt auch wieder Bikestation ab 4 Uhr, dann ist meistens mal Rückgabe. Dann checken wir alle Bikes durch,
Weil es kann ja auch sein, dass die Belege alle sind. Also die einfach zurückzunehmen und einzupacken und sagen, ist gut, ist nicht. Wir müssen alles von vorne bis hinten durchchecken. Es hat nichts damit zu tun, dass der Kunde das Bike dann beschädigt oder wir misstrauisch sind, sondern wir wollen halt wir sind halt bedacht, das Bike dann in einem guten Zustand den Kunden am nächsten Tag wieder übergeben zu können. Das heißt, die Belege müssen halt vorhanden sein und technisch in Ordnung sein. Das hat was aber auch mit versicherungstechnischen Aspektpunkten, glaube ich, was zu tun. Ne? Also wenn ihr ein Bike nicht nicht kontrolliert und es einfach so wieder rausgibt und es ist ein mechanischer Schaden da, dann ist halt scheiße. Definitiv, wir sind auf jeden Fall dazu verpflichtet. Im Mietvertrag steht auch noch drin eine Klausel, dass der Mieter auf jeden Fall verpflichtet ist, nochmal das Bike sich anzugucken, bevor er es fährt. Na? Ist so ähnlich wie, wenn du jetzt zum Autoverleiher gehst, zum Mietwagenverleiher, und dir Mietwagen nimmst und nicht checkst, dass die Reifen halt okay sind, bist du dafür verantwortlich, wenn du in der Kontrolle kommst. Ne? Weil der Fahrzeughalter ist für den Fahrzeug verantwortlich. Punkt. Egal, wem es gehört. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Und und das checken wir halt jeden Abend. Wir holen dann alles wieder rein und schließen alles wieder ab. Und die Jungs reparieren dann die Räder wieder. Wir haben auch Waschboys, also so Kiddies, die dann halt für kleines Geld, Ferienjob, dann die Protektoren wieder waschen und wir dann im Abend die dann wieder aufhängen, sodass sie am nächsten Morgen wieder trocknet. Und das ist halt so ein Zyklus, der sich immer wiederholt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Genauso wie Strecke wird auch am Abend nach Beendung des Betriebes um 17.30 Uhr fahren die Streckenjungs wieder raus und checken alle Strecken ab, fahren alles ab und gucken, ob nicht noch vielleicht noch einer da drin liegt, der vielleicht verletzt ist, der alleine gefahren ist und über Nacht da liegt, jetzt gerade um diese Jahreszeit, dann kann er nachts auch erfrieren. Ne? Und das ist uns super wichtig. Und wir sind auch dazu verpflichtet, weil wir auch irgendwo eine Verkehrssicherungspflicht haben in einem so einem großen Unternehmen. Und Lift ist genau das Gleiche. Die fahren dann die Sessel rein und die haben es vielleicht ein bisschen einfacher. Die fahren es einfach nur rein. Vielleicht checken die auch noch mal was an den Sesseln, an den Klemmen und sowas. Aber das war es dann auch schon. Ja, das ist der grobe Ablauf. Ganz grob. Und du hattest mir auch, wo ich vor Ort war, noch erklärt gehabt, bald ist ja Saisonende. Dann wird der ganze Laden rausgeräumt, ne? Ja, es ist halt noch ein bisschen altbacken bei uns. Da arbeite ich auch schon seit einigen Jahren dran, unser Chef ein bisschen zu piesacken, was in dem Thema geht. Aber das ist noch nicht spruchreif und ich bin so ein Typ, oder wir alle sind da so, dass wir Dinge nicht rausposaunen, die noch nicht safe sind, weil dann halt diese Meinung kommt von wegen, ja, die labern halt nur, aber da kommt halt nichts bei rum. So. Die Bike-Station wird halt komplett ausgeräumt. Das heißt, es bleibt nichts mehr da drin übrig, außer die Säulen, die das Gebäude tragen. Also einen gewissen Teil der Werkstatt, wie die Bänke und so schwere Sachen wie die Theke und so, die wird komplett zerlegt und nach oben auf die Empore getragen und gelagert. Aber auch so gelagert, dass die Crew, die im Winter den Skiverleih betreiben, auch noch oben sowas wie Schlitten und Bindungen und sowas hinlegen können als Lagerplatz. Und außer die Theke und die Werkstattbänke nehmen wir alles mit in Winterlager. Da ist eine zweite Werkstatt, also so ein, wir haben da noch Gebäuden und da haben wir so eine Parzelle und da bauen wir die Werkstatt da wieder auf. Das ist tatsächlich so. Da wird alles rausgeräumt, Inventur gemacht und das ist eine Heidenarbeit. So, jetzt haben wir mal alle gehört, dass dieser Bikepark Winterberg, wir gehen ja jetzt nur auf den Bikepark Winterberg ein, zwar ein Funpark ist für uns, wenn wir da hinkommen, aber wir sollten, glaube ich, alle mal ein bisschen mehr Respekt und Demut zeigen gegenüber den Leuten, die dort arbeiten. Und das ist auch nochmal ein persönlicher Aufruf von mir, wenn die Streckenposten arbeiten und das ist noch nicht alles gesetzt und saved und gesperrt, dann fahrt bitte da auch nicht durch. Ihr hört, was das für eine Schweinearbeit ist. Danke gar für diese Information. Sehr gerne. Ich finde das auch immer total spannend, irgendwie so ein bisschen den Blick auf die Leute zu richten, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass wir Spaß haben. Und vor allen Dingen mal so ein bisschen auch einen Einblick davon zu bekommen, was das für eine Heidenarbeit ist. Ne? Und das hat keiner, glaube ich, von uns macht sich da immer so ein bisschen Gedanken drüber.
dass wenn man sich morgens ins Auto setzt und nach Winterberg brettert und dann dort irgendwie 6 Stunden Spaß hat, dass da halt irgendwie Leute das machen, da tagtäglich halt da arbeiten, ne? Und auch von meiner Seite aus nochmal fetten Respekt für eure Arbeit. Das ist super, dass ihr da so viel macht, weil tatsächlich für uns Ruhrgebietler ist einfach das Sauerland mit Winterberg und Willingen sind so die einzigen wirklich, ja, das sind die einzig großen Bike-Park-Spots, wo du halt hinfahren kannst, ne? Sonst ist halt hier nicht so richtig viel in der Nähe. Und ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte und man ist halt früher wirklich regelmäßig dorthin gepilgert. Einfach um sein teures Downhill-Bike, was man sich halt irgendwann mal gekauft hat, nicht ständig immer nur irgendwie so 30 Sekunden Halde runter zu scheppern oder in Kettwig den Downhill zu fahren und dann irgendwie beim 6. Mal hochschieben, dann irgendwie keinen Bock mehr zu haben. Ne? Ja, aber pass auf, als du das erzählt hast mit, ihr macht dann so ein bisschen, bereitet alles für den Winter vor. Wie ist das dann? Hast du dann frei? Also wenn der Bikepark zumacht, ist dann so, yay, 6 Monate Urlaub oder was macht denn der? Genau, was machst du denn da? Und die spannende Frage ist ja, als Manager des Bikeparks, was managst du denn dann quasi in der Offseason? Und erzähl das mal, das finde ich total spannend. Ja, sehr gerne. Aber Andreas, ich möchte gerne nochmal kurz zurück auf dieses Thema von wegen, dass die Leute es gar nicht auf dem Schirm haben und das berücksichtigen, wie viel Arbeit dahinter ist. Du, ganz ehrlich gesagt, ich kann es auch kein Übel nehmen, der das nicht weiß. Weil woher sollen die Leute es wissen? Weil letztendlich müssen sie sich auch nicht damit befassen. Sie sollen ja vorbeikommen und einen coolen Tag haben. Das ist unsere Philosophie. Und das sollte die Philosophie von jedem Park sein. Und aber wie Florian das schon sagt, die sollten schon ein bisschen Respekt davor haben, weil wir wollen die Leute ja nicht ärgern, wenn wir einen Streckenabschnitt sperren in der Woche. Dann hören wir immer, ey, wir sind extra 400 Kilometer gefahren, nur um diesen Teilstück zu fahren. Ist klar, ne? So, sei doch ehrlich, Digga. Sei doch ehrlich und sag, ey, ich finde es scheiße, dass dieses Stück zu hat. Ich wollte mal die komplette Strecke in einem Flow fahren. Ist schade, aber können wir verstehen. Weil wann sollen wir das denn machen? Am Wochenende ist Hauptbetriebszeit und da können wir das nicht machen und dann wollen wir es auch nicht machen. Und wir können es nur in der Woche machen. Und das, was frisch geschält ist, braucht auch mal je nach dem Tag, um erstmal sich zu setzen. Weil natürlich können wir mit der Rüttelplatte direkt rausfahren und aufmachen oben und die können direkt durchfahren. Aber dann kannst du direkt stehen bleiben. Weil nach einer Stunde bei der Frequenz, was wir haben, das ist der springende Punkt, kannst du den ganzen Bums nochmal neu machen. Und das ist einfach vergebene Liebesmühe. Wir wollen ja auch nachhaltig sein und an einem Stück arbeiten, dass es vielleicht mal ein paar Wochen schön ist und schick ist und so bleibt und nicht jede Stunde dahin. Weil wir haben ja nicht nur 3 Strecken, wir haben 13 Strecken. Und momentan sind wir auch ein bisschen unterbesetzt mit 6 bis 7 Streckenjungs. Und das ist nicht ohne. Und da müssen wir auch klug der Sache angehen und das Takten, Time. Und deswegen ist uns auch das so wichtig, die Vorangehensweise, wie wir es pflegen. Weil das muss auch halten. Und das verstehen viele nicht und sagen, warum, ihr seid doch doof. Warum kippt ihr den Split in den Strecken? Ja, das ist halt ziemlich schwierig, ne? Nur Leben zu verarbeiten. Aber das ist halt sehr komplex, dieses Thema. Ich kann den Leuten verstehen, Entschuldigung nochmal, ich kann es nachvollziehen, aber verstehen kann ich es nicht, weil die sollen sich doch erstmal vielleicht informieren, bevor sie erstmal rumkotzen, sag ich mal. Und das ist halt die typische, Entschuldigung, deutsche Mentalität. Es ist aber auch, denke ich mal, nicht nur in Deutschland so. Aber das ist halt typisch hier, weil ich bin hier nicht geboren und das ist mir halt schon aufgefallen in den Jahren, wo ich hier lebe. Aber zurück zum Thema, mit dem nach der Saison, ne? Ja. Was hast, ja, die Frage. Das ist ja, was ich eben gesagt habe, mit dem Ausräumen ist ja nur Bike Shop. Also die Strecke hat ja auch noch dementsprechend genauso viel zu tun. Die müssen alles rückbauen. Das heißt, Ach. viele wissen nicht, ja, viele wissen nicht, dass die Bike-Strecken die Skipisten kreuzen. Und da muss Platz gemacht werden. Das heißt, die ganzen Pinne müssen wieder weg. Die ganzen Flatterbandpinne müssen abgebaut werden. Flatterband weg. Dann die ganzen Prallschutzmatten müssen ab, weil die dann auf jeden Fall ein bisschen länger halten. Wenn die jetzt den ganzen Winter an den Bäumen hängen, dann können wir gefühlt jede 3 Jahre neue Matten bestellen.
Die müssen ab, die ganzen Beschilderungen müssen abgeschraubt werden, sauber gemacht werden, eingelagert werden. Die kosten auch Geld, die Beschilderung. Zum Beispiel Fußgängerkreuzen oder Radfahrerkreuzen. Das müssen wir machen, weil die Radwege, also die Bikestrecken, kreuzen auch Wanderwege, die auch offiziell eingezeichnet sind. Und dann müssen wir halt diese Beschilderung machen. Und ja, und das wird alles zurückgebaut und eingelagert. Und das, wir beschreiben auch noch Streckenpflege nach der Saison. Solange es geht, solange der Frost oder der Wind einsetzt, machen wir Vorarbeiten fürs nächste Jahr, damit wir im Frühjahr nicht so viel zu tun haben. Und ja, Lift macht das genauso. Die bauen die Klemmen ab, wo die Bikes dranhängen. Und dann wird nochmal alles geserviced an dem Lift, weil für den Winter nochmal einen separaten TÜV kommt. Die Drehkreuze kommen ab, die unten stehen. Und dann kommt im Winter ein anderes Drehkreuz hin mit 6 Kreuzen. Weil wir haben ja eigentlich einen 6er Sessellift. Macht sich auch keiner Gedanken drum. Im Winter haben wir 3, weil ja nur 3 Bikes hinten dran passen. Und deswegen müssen die Drehkreuze umgebaut werden. Und das System muss umgeschrieben werden. Und. Weil das ist ja wieder ein... Ja. Alter. Das ist halt ein bisschen komplexer. Ja. Und ja, das ist halt... Willkommen im Bikepark-Winterberg. Ja, aber ich sei mir bitte nicht böse. Ich sag nicht umsonst auch mal ein bisschen Demut zeigen gegenüber eurer Arbeit. Und das wollte ich da vorhin auch noch mit. Ne? Also es hat ja eigentlich gar kein Ende. Ne? So wie ich das jetzt gerade raushöre. Ne? Irgendwie, es heißt nicht irgendwie halt so, der Bikepark hat jetzt auf, wir haben die Räder gekriegt, irgendwie alles reingestellt. So, ihr könnt euer Ticket ziehen. Also so soll es natürlich sein. Ne? Also ich habe dich auch schon verstanden. Aber der ganze Rattenschwanz, der dahinter steckt, also heißt es für mich irgendwie halt, wie ein stinknormaler Job, irgendwie halt auch nach der Saison geht es noch weiter. Weil ich glaube, du hattest mir gesagt gehabt, eure Bikes, die ihr jetzt im Verleih habt, die serviced ihr da hinten richtig, die gehen dann nachher in den Verkauf. Ist der Verkauf eigentlich schon gestartet? Ja, letzten Montag ist der Verkauf gestartet. Die verkauft ihr dann wieder und mit den Einnahmen holt ihr euch dann neue Bikes. So gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, bitte. Also, ich möchte Andreas' Frage nochmal beantworten letztendlich mit dieser Sache von wegen nach der Saison. Ja, Andreas, sorry, dass ich so ausgeholt habe. Die Saison generell, wenn Corona nicht wäre, fängt für mich schon im August an, weil wir ab August rum die Vororder schreiben. Das heißt, wir müssen Bikes bestellen. Wir müssen Klamotten bestellen für den Verleih, Klamotten für den Verkauf, Teile für den Umbau der Bikes und Ersatzteile über die ganze Saison hin. Ja, Planung für Jugendcamps oder Bikeschule früher. Ne, und ein paar Branding-Sachen. Hört nicht auf. Das ist ein Fulltime-Job. Um auf kurz zu, oder lang. Jetzt, speziell Corona, haben wir schon tatsächlich im Mai, im Juni schon die Vororder geschrieben, weil wir haben lange überlegt intern, behalten wir die Bikes, was sehr unüblich ist, weil bei uns ist immer so, dass jedes Jahr neue aktuelle Bikes im Verleih kommen. Wir hatten halt Bedenken, dass wir die 2022er Bikes dann nicht pünktlich bekommen und deswegen drüber nachgedacht, nehmen wir die Bikes mit fürs nächste Jahr oder nicht, und haben dann Gespräche geführt mit Commercial und die haben uns versichert, dass sie auf jeden Fall dann geliefert werden. Nur als Info, uns fehlten für diese Saison immer noch 15 Bikes. So eine Handvoll kommen noch, die ins nächste Jahr übergehen werden, die wir nicht im Verleih stecken. Also wir haben nicht alle Bikes bekommen dieses Jahr. Also 2/3, ein Drittel fehlt, könnte man so sagen. Und das steht halt im Winter aus. Also wir, meine ich damit auch, das muss ich auch erwähnen, ich mache das zusammen mit meiner Lebensabschnittsgefährtin, meine Verlobte, die Caro. Und sie ist auch eigentlich die Person im Hintergrund, die Fäden in der Hand hat. Ich muss ganz stark erwähnen, ohne Caro
boah, ohne Caro würde es gar nicht laufen. Also das könnte ich nicht handeln. Natürlich haben wir ein mega, mega krasses Team seit 2 Jahren. Wir sind wie eine Familie. Und ich liebe meine Jungs, ja, von ganzem Herzen. Ich möchte die Jungs nicht für Geld tauschen. Und nur so funktioniert das auch halt. Dieser Zusammenhalt, Team, Shop. Und Caro hält die Fäden zusammen und hält mir den Rücken frei. Das muss ich halt ganz stark erwähnen. Und Caro ist auch diejenige, die auch die Order macht für die ganzen Verkaufsprodukte im Shop, die Verleihsachen. Ich lege nur mit Caro fest, wie viele Bikes von welcher Sorte. Ich lege aber auch fest, welche Bikes da stehen, welche Farbe und welche Specs. Weil ich bestelle dann auch, ich gucke dann halt, okay, die bestellen wir die Bikes, was für Bikes. Und dann gucke ich, okay, wie die gespeckt sind. Dann mache ich mir Gedanken, wie wir die umbauen, damit die bikepacktauglich sind. Weil es macht keinen Sinn, jetzt als Beispiel, ein Einsteiger-Igel-Gruppe, so eine NX- oder SX-Gruppe, im Bike-Verleih zu haben, der ungefähr einen Monat hält, wenn überhaupt, oder eine Woche, und wir dann wieder komplett alles zerlegen müssen. Also es muss haltbar sein, es muss nachhaltig sein. Das heißt, ich bin so ein Typ, ich baue einmal das Bike um, einmal gescheit, und dann soll es funktionieren über die ganze Saison lang. Klar musst du Belege wechseln und Reifen tauschen und so. Das ist ja Verschleiß. Aber nicht, dass das Schaltwerk jetzt nur 2 Wochen hält und dass er auseinanderfliegt. Deswegen bauen wir die zum Beispiel die Clash-Bikes auf 7-fach GX um und ziehen die Dropper-Post raus, weil das immer kaputt geht. Weil die Leute das immer kaputt, es ist nicht böse gemeint, aber ein Dropper-Post, aber allgemein ein Duo-Bike mit Eagle und 12-fach Eagle und Dropper-Post gehört einfach nicht in einen Bikepark. Und da Komossal das nicht suspekt und es Freeride-Bikes eigentlich kaum noch mehr, es ist einfach tot, ne? Bauen wir die halt um, damit die bikepacktauglich sind. So, und da ist auch noch Arbeit hinter, auf jeden Fall. Genauso wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde, mit euch den Podcast mache, würde ich jetzt halt mit den Werkstattjungs dann jede einzelne der Bikes komplett zerlegen. Ihr müsst euch vorstellen, da hängt nur noch der Rahmen. Und noch nicht passiert, der Steuersatz kommt auch raus und gegebenenfalls auch Tretlager. Und dann wird alles erneuert. Rahmenlager, Tretlager, Steuersatz, Gabelservice, Fullservice. Das heißt, wir entdüften auch zum Beispiel die Charger, machen alle Dichtungen neu, auch Dämpfer. Und dann wird alles zusammengebaut. Selbst Narbenlager machen wir neu, wenn das nötig ist. Wenn sich das halt dreht wie eine Kaffeemühle, machen wir die Narbenlager neu, wir zentrieren neu. Und wenn das nichts mehr zu retten ist, bauen wir sogar einen neuen Laufradsatz rein. Die Bremsen werden entlüftet, der Dot wird ausgetauscht und direkt mit entlüftet, neue Bremsbeläge, neue Reifen, neue Griffe, meistens immer neuen Lenker, damit die Bikes einwandfrei rausgehen. Wir haben sogar einen Ultraschallreiniger, so ein Industrieding geholt, um die ganzen Schaltwerke und Ketten und Ritzel und Kettenführungen, whatever, die ganzen Schrauben reinzuschmeißen, um Zeit zu sparen, damit die auch sauber rauskommen. Die Bikes sehen fast sauber, also die sind fast neuwertig, nur mit Gebrauchsspuren. Technisch einwandfrei, da knarzt gar nichts mehr. Selbst die Pedale zerlegen wir und servicen die neu. Aus dem Hintergrund, weil wir auch nicht mehr so krass mit Ersatzteilen jetzt um uns schmeißen können, weil wir da auch Engpässe haben und noch nicht mal Ketten bekommen haben dieses Jahr. Wir haben insgesamt 10 Ketten bekommen für 70 Bikes. Mhm. Ja, das ist schon traurig. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wo ich vorhin auch den Finger gehoben habe, dass du dein Team liebst. Ich glaube, ich habe dich auch, glaube ich, in der Instagram-Story, wo ihr die Sattelstütze, kannst du dich daran erinnern? mit diesem Sound hinterlegt. Ich weiß nicht, irgendwie, man müsste es sehen, Leute, irgendwie, wenn ich das nochmal irgendwo finde, poste ich das vielleicht auch nochmal. Ich hoffe, ich habe die Erlaubnis, irgendwie halt, das da reinzuposten. Ja, klar. Ey, immer, das war, also man hat wirklich gemerkt gehabt, irgendwie, du stehst da, die Jungs arbeiten an der Sattelstütze, die sie nicht rauskriegen und drehen an dem Bike und du machst da noch Musik mit bei. Und alle haben sich nachher tierisch gefreut bis zum Abwinken. Lagen sie schon halb in den Armen dran. Endlich haben wir es geschafft. Und da merkte man aber auch schon einen kleinen Team-Spirit halt einfach und der einfach total genial war. Und ist. Ja.
gab. Ja, aber jetzt ja. mal, okay, das ist jetzt alles Bikepark. So, das Thema ist Akdakta, jetzt hier in dem Podcast. Gar, du fotografierst auch, ne? Ja, ich mache eigentlich zu viel. So, ich, es war vor ein paar Jahren so, dass ich sogar die ganzen Fotos für den Erlebnisberg Kappe halt auch gemacht habe. Heißt für Sommerrodelbahn, Kletterwald. Ich habe keine Kapazitäten mehr. Ja, ich fotografiere und mache auch alle Bilder vom Bikepark, heißt, die am Flyer sind oder auf der Internetseite. Ja. Ist das, also das ist mehr so ein bisschen so Ausgleich für dich? Ja, also das könnte man so sagen. Früher war es halt so, ich hab früher Musik gemacht, ich hatte eine Band und das war so da mein Ausgleich, bis es halt nicht mehr gepasst hat zeitlich. Du kannst ja nicht an drei Hochzeiten tanzen, kannst du schon, aber da drehst du halt am Rad. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt nach der Bandzeit mich dann halt mehr, ich hatte damals schon mit der Fotografie so ein bisschen Berührung gehabt, habe es auf Eis gelegt, weil ich dann hätte vier Hobbys so ungefähr. Dann habe ich nach der Bandzeit, also nach der Musikzeit, dann mich dann mehr der Fotografie gewidmet. Das musste auch so Anfang der Bikeparkzeit sein, so 2010, 11 rum. Genau. Und fotografiere und mache auch den, also ich allein pflege den Instagram-Account vom Bikepark. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass da immer so High-Quality-Bilder halt da sind und nicht irgendwie solche, keine Ahnung, Handybilder. Ja, Schnappschüsse oder irgendwie sonst. Ja, sehr cool, sehr cool. Ich habe so ein bisschen recherchiert nach dir, weil man muss sich ja auch ein bisschen vorbereiten. So, ne? Und ich habe gesehen, du warst, ich weiß nicht, ob du das noch bist, aber du warst mehr oder minder Chef von der 14th Division, wenn ich das recht so sehe. Das ist so ein Race-Team. Ne? Also das Letzte, was ich gefunden habe, war so ein Interview aus 2014. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist. Aber das ist auch letztendlich gar nicht so wichtig, sondern es zeigt mir eigentlich eher so ein bisschen, dass du auch so jemand bist, der so, zumindest das, was ich so sehe, wenn ich das lese, dass du jemand bist, der so sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Könntest du das ungefähr so bejahen und wenn ja, vielleicht noch ein bisschen mit Geschichte füllen? Ja, auf jeden Fall. Hobby zum Beruf, was jeder sich halt erwünscht, ne? Gerade so in der Bike-Szene. Klar. Ich habe damals angefangen mit Fahrrad zu. Also, ich habe hier in Deutschland mit 10 Jahren Fahrrad fahren gelernt, auf so einem Klapprad. Werde ich nie vergessen. Und dann habe ich dann für 50 Mark irgendwie, haben meine Eltern mir dann so ein Rennrad von meinen Nachbarn gekauft und damit bin ich gefahren, was 10 Nummern zu groß war. Also war mir scheißegal, weil Fahrradfahren hat mir irgendwie Spaß gemacht. So. Und dann habe ich immer die Älteren beobachtet, wie die dann halt so auf dem Hinterrad gehüpft sind oder so ein 360 gemacht haben oder wie auch immer. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, boah, das willst du auch können. Und mein erstes Mountainbike, was ich irgendwann mal im ich weiß nicht mehr wann, über Weihnachten bekommen habe, erste Amtshandlung, die uncoolen Schutzbleche und Gepäckträger abgeschraubt und Beleuchtung, das gab richtig Ärger. Ich bitte dich, das kennt jeder von uns. Das kennt jeder, ne? Und dann habe ich halt angefangen, dann Autodidakt nennt man das, ich weiß es nicht, also vom Hingucken habe ich dann halt versucht, das nachzumachen. Und ich war auch mehr oder weniger erfolgreich, konnte dann irgendwann mal auf dem Hinterrad hüpfen, Bunnyhops, auf Bänken springen und dann bin ich in diesen Trial-Sektor reingerutscht. Habe mir dann so ein Funworks, so ein Dirt-Rahmen gekauft, Hauptsache klein. Ne, so ein Stöpsel gekauft, also keinen wirklichen Sattel. Dann irgendwie so eine Trial-Kurbel mit so einem integrierten Freilauf. Eine Trial-Felge und so eine Magura-Bremse, so eine HS33. Und damit habe ich dann angefangen mit einem Kumpel aus dem Nachbardorf. Ich bin am Dorf aufgewachsen. In den Schulen kann man immer schön rumspringen und Faxen machen, wenn natürlich kein Schulbetrieb ist. Sie war dann schön illegal dann halt dann auf diesen Mauern rumgesprungen und sowas. Und
Und bis abends um 10 sind wir da rumgesprungen und haben da Jam-Sessions gemacht. Und das war mega geil, bis sich das irgendwann mal verloren hat mit Roller- und Mofa-Zeit. Ja, ich hatte eine Mofa und ein Auto. Und während des Autozeit bin ich dann wieder in diese Trial-Sektor reingerutscht, weil ich das schon, das lässt einem ja nicht los, es hängt ja in dem Blut, ne? Und bin ich dann halt wieder in diese Sparte reingerutscht. Und damals hatte ich eine Band, wie erwähnt. Und meine Bandkollegen sind irgendwie, ich weiß nicht wie, nach Winterberg, auf Winterberg gekommen und sind hier gefahren. Und haben mich angesprochen und gemeint, ey, du fährst doch auch Fahrrad oder nicht? Und du müsstest das auch eigentlich gut können. Komm doch mal mit. Und dann habe ich direkt gesagt, oh nee, das ist nichts für mich. Ohne erstmal zu checken, ob das was für mich ist. Aber direkt erstmal Vorwurf gemacht, ey, nee, ist nichts für mich und so. Dann haben sie mich trotzdem dahin geschleift. Dann bin ich damals die hieß Free Cross und jetzt ja Loose Lee, bin ich runtergefahren. Mit dem Trialbike und einer HS33-Bremse, die gequietscht hat wie Hölle, weil ich ja auf diese Felgenflanke auch Teer, so Bitumen drauf geschmiert habe, halt für Trial. Die Bremsbeläge war danach nicht mehr vorhanden, logischerweise. Ich fand's richtig scheiße, weil das Bike ja auch nicht für die Strecke ausgelegt war. Hab der Sache aber noch eine Chance gegeben und hab mir von damaligen Bassisten so ein Enduro-Nikolai-Bike mal ausgeliehen und bin dann die Downhill runtergefahren und dann hat's Klick gemacht. Und dann fand ich's richtig cool nach ein paar Fahrten, das werde ich nicht vergessen. Und hab dann im selben Jahr so Gebrauch-Bike bei Kasha Sport irgendwie gekauft, so ein Scott High Octane und bin dann direkt mit meinen Bandkollegen und noch einem Freund damals zu fünft in einem Kombi und einem Anhänger nach Saalbach-Hinterglimm gefahren. Das war der erste Bike-Urlaub in den Alpen für mich. Im strömenden Regen die ganze Woche sind wir einfach gefahren, kniehoch Schlamm. Aber das war uns scheißegal. Es hat einfach unfassbar viel Bock gemacht und Spaß gemacht. Und die Zeit auch danach im Bikepark. Letztendlich hat da gar nichts gepasst. Irgendwelche 0815 Reifen, Fahrwerk nie geserviced, ein falscher Dämpfer drin mit einer falschen Einbaulänge, ein Schaltwerk, was einfach, ich glaube, das war so ein Long Cage LX Schaltwerk, was einfach nur gescheppert hat. Vorne hatte ich gefühlt so ein 60er Kettenblatt. Es hat an allen Ecken gescheppert und geknallt und nach jede zweite Abfahrt ist das Ding immer halb auseinander geflogen. Und ich hatte einfach keinen Spaß. Und ich muss ehrlich sagen, ich vermisse diese Zeit, weil der Spirit ist ein anderer heutzutage. Es geht nicht mehr ums Fahren, es geht mehr darum, speziell im Winterberg, was für ein Bike habe ich, um es in der Liftschlange zu präsentieren. Das Gefühl habe ich. Gebe ich dir recht, irgendwie. Guck mal, was fährt der denn da, guck mal, was hat der denn da an. Ich krieg's ja auch mit, wenn ich im Bikepark bin und dann da an dem Lift stehe und warte und jeder guckt irgendwie auf dem anderen Bike und es ist einfach keine, ja, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen oben, lockere Atmosphäre, obwohl ich muss dabei sagen, wo ich jetzt zuletzt mit Tobi da war und unsere kleine Challenge abgerissen habe, wer fährt schneller den Country Flow? Tobi hat leider gewonnen. Da standen wir dann in der Schlange und Tobi und ich haben nur rumgeflaxt, irgendwie uns Spruchparade geliefert. Und dann sagt mir beide, ja, egal, du bist doch auch gerade erst nur 14. Und dann war nur eine Person dabei, die sich umdreht und sagt, wir alle sind hier 14 und der war und da merkte ich schon wieder, okay, da ist wieder eine coole Socke mit dabei. Der versteht das gerade wieder halt, ne? Einfach rausgehen, Spaß haben mit guten Freunden und einfach eine gute Zeit erleben halt, ne? Und alle anderen sind da eher so, ich muss mich jetzt hier präsentieren, irgendwie ich bin die coole Socke und aber die Zeiten ändern sich halt, ne? Die Zeiten ändern sich, ja. Und da muss ich auch ein bisschen abschweifen, kurz auf das Thema. Ich mache ja auch die Jugendcamps, schon seit, ja, solange ich da bin, im Bikepark. Und man sieht auch den gesellschaftlichen, was heißt, den Druck unter den Kids, ne? Es gibt natürlich Kids,
wo die Eltern nicht so viel Kohle haben, wie Kids, wo die Eltern wortwörtlich dem Kind das Material in den Arsch stopfen. Ja? Und das, es gibt auch gute Kids, die das zu schätzen wissen, aber es gibt wenige, die das zu schätzen wissen und einfach damit prahlen oder auch damit umgehen, wie, ne, als würde es nichts kosten, weil die müssen es ja auch nicht bezahlen. Und die Kids, die dann halt nicht so tolles Material haben, ich merke es denen an, dass die halt sich uncool fühlen, weil die dann nicht die krasseste Gabel an dem Bike haben oder whatever. Und ich flöße ihnen auch immer ein, ich sage, hey, es ist scheißegal, was du da für Material an deinem Bike hast. Es ist scheißegal, was du für Klamotten an hast. Hast du Spaß an dem Sport? Und dann bejahen sie natürlich, ja, mach voll Bock. Und darum geht's. Du musst Spaß haben mit deinen Freunden und es ist egal, was du anhast oder was du fährst. Fucking who cares? Es ist egal. Hauptsache, es macht Spaß und darum geht's. Und dieser Spirit geht verloren, das meinte ich halt. Ja? Und auf das... Und auf dieses Thema zurückzukommen, ich bin dann, wie gesagt, in diesem Bikepark geschleift worden und seitdem hat es mich infiziert, bin ich dann jedes Wochenende hochgefahren. Ich habe eine Ausbildung als Dachdecker gemacht, ungewollt, aber ich habe durchgezogen und bin dann am Wochenende, wie gesagt, immer in den Bikepark gefahren und so. Und nach der Ausbildung habe ich dann noch 2 Jahre als Geselle gearbeitet und bin dann danach in so einen Bikepark, in so einen Bikeshop reingerutscht und dachte mir damals so, boah, geil, jetzt kannst du dein Hobby zum Beruf machen. Das hat auch gepasst, bis der dann halt Insolvenz gegangen ist, nach einem Jahr. Und ich dann wieder in den anderen Shop reingekommen bin, also in demselben Shop, aber mit einem anderen Betreiber. Und den habe ich dann aufgebaut. Und die Bezahlung war nicht so toll. Möchte auch keinen Namen nennen und habe dann im Frühjahr dann dem damaligen Bikepark-Chef, dem Patrick Kühn, dann gefragt. Man kannte sich ja auch irgendwann mal, wenn man denn jedes Wochenende da war als Stammkunde. Ey Patrick, hast du was für mich? Könnte ich da ein bisschen für kleines Geld dann, also 400 € Job oder wie auch immer, was machen? Ja klar und so, wir brauchen immer Hilfe. Dann bin ich reingerutscht in diese Streckenpflege. Das heißt, jeden Frühjahr werden die Strecken ja fit gemacht, bevor der Bikepark aufgemacht hat. Und ich weiß noch, damals haben wir Unmengen an Brechsand in den Strecken gekippt. Ich habe einfach gemacht, was sie Brechsand verteilt, gerüttelt, Unkraut rausgehackt, Strecken wieder schön gemacht. Ne? Und dann war die Bezahlung eigentlich so gut, dass es sogar noch besser war als in dem Bikeshop. Dann habe ich halt nochmal ein Gespräch gesucht und gefragt, so hey, braucht ihr noch mich noch irgendwie während der Saison? Und dann hieß es, ja, wir können dich noch über Dirtmasters gebrauchen. Weil damals war es ja so, oder ist ja immer so, dass kurz nach der Eröffnung des Bikeparks, so Mai rum, dass da auch das Dirtmasters direkt vor der Tür stand. Und da habe ich da noch ein bisschen mitgeholfen im Shop und so. Und dann hieß es, der Robby Santos, heißt der, für mich eingesetzt, weil der hat die Bikeschule so geleitet, hat damals gesagt, ey, ich könnte mir gut vorstellen, dass du halt mit mir die Kurse fahren könntest. Hat mich dann mitgenommen in gewissen Gruppen, diversen Gruppenkursen und da habe ich mir das angeguckt und so und habe mir natürlich alles abgeguckt und übernommen und habe dann nach und nach halt die ganzen Gruppenkurse mit Robby und auch teilweise alleine Privatkurse gefahren. Jugendcamps bin ich reingerutscht. Damals habe ich ja Werkstatt gemacht. Ich habe es nicht gelernt, aber ich habe mir das angeeignet. Werkstatt, Liftkartenverkauf, Verleih, Kurse. Das waren so die 4 Aufgabenbereiche. Und dann ist Patrick 2013 gegangen. Und dann hat mich mein damaliger Chef, also der Georg Brinkmann, der Senior-Chef, hat mich dann gefragt, ob ich das dann übernehmen würde. Und damals war Caro noch Aushilfe, oder zumindest erst seit einem Jahr fest angestellt. Also meine Lebensgefährtin. Und hat uns dann gefragt, der Georg, ob wir das halt übernehmen wollen. Und seit 2013, auf Deutsch, schmeißen wir den Laden. Und ja, und seitdem bin ich hier. Und das macht ihr auch scheinbar und auch für mich aus meiner Sichtweise heraus sehr, sehr gut. Bitte. Danke.
Aber, jetzt kommt noch mal ein kleines Aber. Du hast jetzt dreimal schon angeteasert oder zweimal angeteasert, ich habe ja mal in einer Band gespielt. So, das juckt mich natürlich als ehemaliger Musikpromoter, geschweige Musikmanager, der ich ja mal war. Was habt ihr für eine Musik gemacht? Wart ihr auf Touren? Habt ihr Veröffentlichungen gehabt? Einfach mal nur kurz. Aus einem Hobby wurde dann mehr als ein Hobby. Ne? Wir haben Metalcore gemacht. Standard Metalcore. Genau. Also ich wollte immer mal Schlagzeug spielen können, aber ich war zu unfähig dazu. Also mein Job war es, zu schreien und zu singen. Ich war Frontmann. So, und mehr oder weniger waren wir lokal schon gut dabei. Wir haben ich hatte schon viele Auftritte gehabt. Insgesamt waren es das halt mit Konstellationsveränderungen und Bandveränderungen drei Bands. Und die letzte hieß Calico Goes. Und wir hatten auch eine CD rausgebracht, ein bisschen Merch. Aber nie irgendwie einen Plattenvertrag oder sonst irgendwas. Aber hatten... Also ich hatte das Vergnügen, mit einem der talentiertesten, würde ich sagen, und besten Musikproduzenten in Deutschland die Platte aufnehmen zu können, der jetzt auch seine Finger bei Rammstein-Produktionen hat und solche sag Geschichten. Sag mal den Namen. Ja? Sky Hoff. Okay. Ja, das ist einer meiner besten Freunde. Und der hat dann damals uns dann ein bisschen geformt und mit uns die Songs geschrieben. Ja, und eine der dicksten Konzerte waren für uns damals als Opener für Devil Driver. Und mit Callejon haben wir zusammen gespielt. Und das war's dann eigentlich schon. Also nichts Wildes. Nein. Devil Driver, nichts Wildes. Nein, gar nicht. Kennt man gar nicht. Für da draußen, sucht mal nach Devil Driver und ihr werdet Spaß haben, meiner Meinung nach. gut. Ey, das war viel Input. Darf ich dir in die Parade fahren? Bitte. Weil es hört sich schon so an, als möchtest du schon langsam das Ende einläuten. Ja, so ungefähr. Was okay wäre, weil wir alle, glaube ich, ein bisschen eine begrenzte Zeit haben. Aber eine Sache wird mich noch total interessieren. Und zwar, wir leben ja, ich befürchte, ich mache jetzt hier so ein Fass auf, aber egal. wir leben ja nun in einer Zeit, die geprägt ist vom Klimawandel. So, und ich würde mal behaupten, dass der Bikepark Winterberg beim Klimawandel in ziemlich weit vorne steht, was die Auswirkungen angeht. Ne? Also man sieht ja schon immer wieder, dass die Winter auch im Sauerland nicht mehr so sind, wie sie mal früher gewesen sind, mit irgendwie gefühlt irgendwie 5 Meter Schnee oder sowas, sondern eher so einmal drüber gepudert gezugelt. Ne? Das heißt, es gibt mal weniger gute Winter und es gibt richtig schlechte Winter. So habe ich das zumindest so im Gefühl auch aus der Presse jetzt herausgenommen, ne? Wenn mal drüber berichtet wird, wie die Lage in Winterberg ist. Siehst du denn quasi jetzt, oder wie siehst du die Situation? Ihr habt ja nun wirklich einen extrem hohen Aufwand, das ganze Zeug wieder zurückzubauen und dann im nächsten Frühjahr wieder aufzubauen. Meinst du, es wird irgendwann so sein, dass man sagt, okay, pass auf, das Wintergeschäft in den Mittelgebirgen, das ist eh alles scheiße. Lass uns doch einfach komplett irgendwie 12 Monate im Jahr irgendwie Bikepark machen. Ja, ich persönlich sehe es halt schon so, dass... Das heißt, ich persönlich, es ist ja safe, dass Sommersaison auf jeden Fall stabiler ist wie Winter. Weil Winter bist du halt abhängig mindestens von kalten Temperaturen. Dass es so kalt genug ist, dass du halt Kunstschnee erzeugen kannst mit den Schneeerzeugern, also die sogenannten Schneekanonen. Mhm. Aber wenn kein Naturschnee liegt, dann bist du gearscht. Ne? Und ich bin verwundert, dass die meisten Liftbetreiber, also man muss... Viele wissen es nicht, in Winterberg sind, glaube ich, 26, lass mich lügen, 26 Lifte. Das ist ein riesig großes Skigebiet. Und zwei davon gehören uns. Also mein Chef Nico Brinkmann. Und die setzen alle noch größtenteils auf Winter. Ne? Die setzen auf Winter und bauen Rüsten auf. Und also für mich absurde Sachen wie Snow Factories,
Das musst du dir vorstellen, es ist eine Crush-Eismaschine in Containerform. Mit einem Heidenaufwand wird da Crush-Eis produziert und mit einem Luftdrucksystem über Rohre wird das Crush-Eis, ist kein Witz, über Rohre und Luftdruck, du musst dir vorstellen, am Rand von den Skipisten gucken, was weiß ich, in 100 Metern Abständen so Rohre raus. Und dann springt das Zeug dann aus den Rohren raus auf den Haufen und dann wird das halt verteilt mit den Schneeraupen, mit den Pistenraupen. Ein Heidenenergieaufwand, nur damit es weiß ist und die Gäste hier hinkommen, und finde ich echt schwierig, das Thema. Also persönlich gesehen, so, weil hier, mal so, also um abzuschweifen mit Energie und diese ganzen CO2-Werten und bla 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 und so. Und die machen einen Heidenenergieaufwand, nur um Crush-Eis zu produzieren. Ne? Ich will dir keinen auf die Füße treten, aber boah, ich finde das halt so absurd, persönlich gesehen. Und klar muss man weiterdenken und die wollen es auch, dass der Winter sicher ist. Aber so konstant wie der Sommer halt momentan ist und so unsicher immer der Winter ist am Schwanken, bin ich der Meinung, dass es irgendwann mal so sein wird, dass der Sommer sich nicht viel tut wie zum Winter. Weil angeblich ist es so, dass im Winter noch Hauptsaison ist und im Sommer Nebensaison. Ne? Ja, das freut mich ja jedes Mal, wenn ich in das Hostel gehe irgendwie halt und dann halt günstigere Tarife kriege. Mir ist es recht. Aber auch ein mir sehr guter Freund, seit jetzt fast 20 Jahren, der auch noch in der Musikindustrie arbeitet, der ist Promoter, der hat sich mal mit mir zusammen, so habe ich ihm auf dem Handy gezeigt und sowas alles halt. Und dann sagt er, sag mal, die sind doch alle bescheuert. Und ich so gucke dir dann, wieso? Irgendwie haben wir diese Abfahrt, das ist doch einfach ein Downhill-Rennen, wenn ich das jetzt so sehe, Florian. Ich so, ja, du meinst jetzt also halt die Streif umbauen zum Downhill-Park. Ja, das wird doch so kommen. Der Klimawandel ist doch da. Warum machen die das nicht? Ich so, da fragst du den Verkehrten. Aber es wird irgendwie an was festgehalten, meiner Meinung nach, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist, auch auf die Punkte hin, Effizienz, Energiekosten etc. pp. Aber wer bin ich, dass ich irgendjemandem was vorschreiben sollte? Naja, also genau, ich glaube, keiner von uns drei kann irgendwie einen Blick in die Glaskugel werfen und exakt genau sagen, wie es kommen wird. Aber es liegt schon ziemlich nah, würde ich mal behaupten. Das ist der Weg, den wir aktuell eingeschlagen haben, nicht wirklich sich positiv auf das Klima auswirkt. Und dass irgendwann der Switch kommen wird, dass man sagen wird, okay, pass auf, Hauptsaison ist jetzt Sommer, ne? Und Wintersaison ist dann eher Nebensaison, weil es eh keinen Schnee mehr geben wird. Ne? Leise, nicht so laut, sonst wird es wieder teuer zur Übernachtung. Ja, du kriegst deinen ewigen Nebensaisontarif, keine Sorge. Aber Ich bitte dich, Andreas, Entschuldigung, wenn ich jetzt einmal reingrätsche. Ja. Jedes Mal, wenn ich Hostelkappe anrufe, hey Flori, wie geht's dir? Wann kommst du wieder vorbei? Das ist ja auch das, was ich so liebe daran. Ne, irgendwie halt, ich bin da jetzt seit 2017 fahre ich erst dorthin und gehe immer in dieses Hostel rein und ich sag mal so, wortwörtlich, ich habe da schon Scheiße erlebt. Wir hatten das ja schon mal in einem Thema, in einem Podcast, aber ich will da wirklich nicht ausholen, was bei den EXS Dirt Masters dann da so passiert. Also nebenan. Aber ich fühle mich da immer sauwohl und das ist für mich einfach so eine Nummer eins, das Hostel irgendwie, wo ich dann da gerne übernachten. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie woanders übernachtet in Winterberg, muss man auch gleich dabei sagen. Aber ich fühle mich da unheimlich wohl, das ist immer sauber, das ist immer korrekt, irgendwie draußen Bierchen trinken, Lagerfeuer machen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du mit Freunden wieder unterwegs bist, gehst du da raus, setz dich an die Bänke hin, trinkst du dir dein Feierabendbier, quatsch dann eigentlich, also was heißt Feierabendbier, also After-Tour-Bier oder After-Bike-Bug-Bier, wie man es immer nennen mag, und dann quatsch du nochmal, ey, guck mal, weißt du noch, wo ich da hergefahren bin und. Und das ist ja das, was es gesamt ausmacht. Ne? Dieses gemeinschaftliche Zusammen was erleben, darüber noch quatschen, eine coole Zeit zu haben.
Oder? Ja? Danke, ja, voll. Danke. Bin ich bei euch, ja. Gut, dann leite ich jetzt mal den Feierabend hier ein, weil wir müssen ja gleich noch, Gar muss ja gleich noch Fahrräder schrauben. Entschuldigung, dass wir deine Zeit geraubt haben für diese Stunde. Alles gut, ich habe mir die Zeit gerne genommen, so, weil ich muss noch mal kurz sagen, bevor du das Ding hier beendest. Vor kurzem habe ich ja auch angefangen mit Patrick, also der auch in der Werkstatt ist, der die Videos auch schneidet, die YouTube-Geschichten zu machen. Ich mache das nicht wegen dem Fame. Wenn es darum geht, würde ich am liebsten in den Strecken arbeiten und mich gar nicht blicken lassen. Deswegen mache ich das nicht. Ich mache das deshalb nur, damit die Leute es besser verstehen, warum wir den ganzen Bums machen. Damit die ein besseres Verständnis dazu haben, damit die nicht tausendmal anrufen und fragen, wie das Wetter wird oder sonst irgendwas. Das kommt das so oft vor. Und als Beispiel. Und deshalb mache ich das. Und deshalb mache ich auch noch nebenbei auch noch YouTube und so. Bei uns hast du das vollste Verständnis, das du je bekommen könntest. Um Gottes Willen. Wir haben gelernt halt einfach, dass zwar ihr da draußen, unter anderem Andreas und meine Wenigkeit, dort gerne hinfahren sollen, um Spaß zu haben, aber denkt bitte daran, da arbeiten Menschen. Und ich sag's nochmal und ich wiederhole mich da auch gerne, geht mit Demut da dran und mit Respekt, dass das einfach nicht einfach so als selbstverständlich anzusehen ist. Die reißen sich dort wirklich den Arsch auf und das machen sie für uns. Uns, die Fahrrad fahren wollen im Bikepark, die es aber auch lernen wollen, so wie Gar es ja mit den Jugendlichen macht, eine Bikeparkschule in dem Sinne. Gar, darf ich dir was aus der Rippe ziehen für nächstes Jahr? Ja, mal gucken. ist es okay, wenn wir für die Saison 2022, wow, ich habe es dieses Mal richtig hingekriegt, ein Tagesticket verlosen dürfen? Ja, natürlich. Ja, cool. Die Frage dazu wird hier in unserem Blog, also auf rockstar.tv, wird es eine Frage geben und die müsst ihr in den Kommentaren beantworten. Und ich werde, glaube ich, ich werde so ein Tool benutzen, irgendwie, der das auswürfelt, wer die Antwort gegeben hat und welche Person und hier und da ist. Und die werden dann per E-Mail, geschweige denn irgendwie über alle Kommunikationsmittel irgendwie informiert. Also für die Saison 2022 schmeißt der Bikepark Winterberg mit Rockstar TV zusammen, in dem Sinne, ein Tagesticket raus. Also immer schön auf unserem Blog gehen, gucken, irgendwie wann das Gewinnspiel startet und wann es endet. Aber jetzt zum Schluss nochmal Gar, ich danke dir recht herzlich, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, mit uns diesen Podcast heute aufzunehmen. Es war sehr informativ. Danke. Sehr gerne. Danke euch auch, Leute, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Ne? Sonst wird es ja nicht funktionieren. Da ist wohl richtig. Da hast du vollkommen recht. Also auch von meiner Seite auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Das war wieder sehr informativ und vor allen Dingen hat man wieder mal, also nicht nur unsere Zuhörer da draußen, sondern auch ich persönlich habe dich auch nochmal auf einem anderen Weg kennengelernt. Man sieht sich immer so ein bisschen und grüßt sich dann und hebt die Hand und schüttelt mal und macht mal ein bisschen Shake Hands und Smalltalk, aber man hat ja selten die Zeit, mal sich wirklich mal intensiv ein bisschen zu unterhalten und das liebe ich auch in unserem Format, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, mit Leuten, die man persönlich vielleicht nicht so gut kennt, mal irgendwie mal eine Stunde zu verbringen und mal wirklich zu quatschen. Insofern vielen Dank, dass du da gewesen bist. Wir wünschen dir einen tollen Tag, einen erfolgreichen Tag in Winterberg und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ja, das hoffe ich doch. Vielen Dank. Danke, Leute. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.